Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES 18 Verteidigerkarriere. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, die ist rechts oben beim i verlinkt. Die habe ich gerade eben aufgenommen, also das heißt, ich habe so eine kleine Aufnahmesession. Und ich wollte euch das hier direkt mal zeigen. Wir sind in der Mannschaft des Monats vom Dezember wieder mit drin. Wir sind als Innenverteidiger, als linker Innenverteidiger hier aufgestellt. Mega, mega fett geil. Das freut mich mega. Zudem ist das Transfersfenster ab heute auch geöffnet. Und wir haben direkt Kagawa, also Shinji Kagawa, ich glaube, den kennt jeder von euch, ist er unserem Kader beigetreten. Ich bin auch gespannt, eventuell bekommen wir tatsächlich jetzt auch ein paar Angebote. Hannover 96 will uns behalten, heißt, wir haben hier ein Angebot erhalten von Breitenreiter bzw. von Hannover und haben einen Zweijahresvertrag für 660.900 bekommen, aber ich bin wirklich gespannt, ob wir noch Angebote von anderen Clubs bekommen. Das wäre nämlich auch mega, mega geil. So, außerdem stehen wir natürlich wieder in der Startaufstellung, was mich mega, mega freut. Hätte ich wirklich nicht erwartet, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Aber es läuft echt nicht schlecht hier als Verteidiger bei Hannover. Und wir haben tatsächlich auch nochmal vom Trainer vorhin gesagt bekommen, dass wir uns nicht scheuen sollen, eine Rückennummer uns auszusuchen. Und ich habe jetzt einfach mal die 5, die ich auch am Anfang der Saison eigentlich haben wollte, nochmal angefragt. Und natürlich haben wir jetzt grünes Licht bekommen. Ich übernehme jetzt die Nummer von Felipe, die Nummer 5. Also tut mir leid, Felipe, aber der Verein mag mich anscheinend mehr als dich. Und ich mag die Nummer 5 mehr als du. Deswegen gehört sie jetzt mir, ne? Pech gehabt. Und jetzt starten wir direkt rein mit unserer neuen Nummer in das letzte Bundesligaspiel der Hinrunde und hoffen natürlich auf einen Sieg gegen Werder Bremen. So, den holen wir uns schön. Und das 1-0. Wie frei der da zum Schuss kommt. Freier kannst du nicht zum Schuss kommen, beziehungsweise zum Kopfball. Mega fett. Das ist auch ein neuer Spieler. Entweder ist es ein neuer Spieler, jemand aus der Jugendmannschaft oder irgendwie sowas. Zumindest kenne ich ihn in der Mannschaft noch nicht. Wie gesagt, Shinji Kagawa haben wir jetzt auch dabei. Spielt der heute? Ich habe es noch gar nicht so richtig beobachten können. Auf jeden Fall das 1-0 hier. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich habe es auch nicht gelesen gerade. Für uns hier zu Hause gegen Werder Bremen. Jo, schön bedrängt. Den haben wir uns schön geholt und passen ihn zurück zum Torwart. Oh, nicht schlecht gemacht. Eigentlich habe ich erwartet, dass er selber schießt. Wäre vielleicht noch besser gewesen, ich weiß es nicht. Aber nach dem Pass hätte ich auf jeden Fall selbst geschossen. Dass er zurücklegt, auch keine schlechte Idee. War auch so knapp und gibt eine Ecke. Also das war die schlechteste Ecke meiner Karriere. Was war das denn? Ich merke gerade, wie scheiße es ist, wenn hier der Angreifer davon rennt. Ah, ich wollte schon vorher noch was anfangen zu labern, ob ich ihn umhauen soll oder nicht. Aber dann hätte ich halt rot bekommen. Und auf eine rote Karte habe ich keinen Bock, weil wir können das hier noch drehen. Beziehungsweise das heißt drehen, das steht ja jetzt 1-1. Aber das hätte nicht sein müssen. Hier habe ich schon gecheckt, jetzt geht's in Richtung Tor für Bremen. Und bin gerannt und gerannt und gerannt. Vollsprint durch. Und bin Max Kruse nicht mehr hinterhergekommen. Das ist echt scheiße, ist nicht geil, aber naja. Ja, den haben wir gut geholt. Das war nämlich auch wieder knapp. Zack. Diesmal habe ich aufgepasst. Diesmal habe ich ihn auch ein bisschen besser geholt. Allerdings hat der mich jetzt wieder angepasst. Aber dann habe ich ihn wieder. Und es ist auch Halbzeit. 10. Minute. Das 1-0 für uns. Und dann einmal Max Kruse entwischt. Und da steht 1-1. Man, so ist das im Fußball, aber ist halt trotzdem schade. Wir waren einen Ticken besser, nicht viel besser, aber wir waren einen Ticken besser als Bremen. Und wegen so einer eine Sekunde gepennt und Max Kruse ist weg.
Ich kann nur doof hinterher rennen. Da steht 1-1. Bumm. Oh! Alter, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Spielzug reinschneide, aber wahrscheinlich schon, auch wenn ich nichts sag. Ich habe mich so richtig, richtig konzentriert gehabt. Und, jawoll! Die erste Vorlage in unserer Saison. Ja, sogar eine Vorlage haben wir mal gegeben. Hoffentlich wird sie für uns gezählt, weil der andere Verteidiger war ja noch ein bisschen mit dran. Eieieiei. Was machen wir hier? Ich bin vorhin... Ich hab alles reingeschnitten, safe, auch wenn ich nichts gelabert habe. Bin vorhin richtig gut mit vorgerannt. Der Angriff war nicht schlecht ausgespielt. Allerdings natürlich als Verteidiger nicht mal so einfach. Und jetzt haben wir den Ball nochmal erobert, nochmal bekommen. Dann sogar noch den anderen Verteidiger getunnelt und eine Vorlage so gegeben für Harnik. 2-1, wir gehen in Führung und jetzt nicht immer mit Vorrennen. Was heißt immer? Ab und zu renne ich immer mit vor. Aber jetzt nicht wieder mit Vorrennen, sondern hinten bleiben und verteidigen. So wie ungefähr jetzt. Überhaupt nicht so wie jetzt. Den Ball da voll leicht hergegeben. Was war das denn? Alter, da hatten wir richtig Schwein gehabt. Ups. Jawohl. 3-1. Und ich kann es nicht lassen. Ich war auch wieder ein bisschen weiter mit vorne. Aber das ist halt immer so, wenn du den Ball bekommst, wenn du jetzt das Spiel antreiben willst und nicht direkt passen willst, dann musst du ein Stück mitrennen. Und dann bist du halt so im Flow und rennst halt einfach ganz mit vor. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber wie gesagt, groß schief gegangen ist dadurch noch nichts. Durch meine riskanten Vorstöße. Es ist jetzt nicht so riskant. Es ist eher gut gegangen. Das ist jetzt das zweite Tor. Und ich will nicht sagen, dass ich da jetzt maßgeblich dann beteiligt war. Überhaupt nicht. Aber ich war schon... Ja, wäre ich nicht mit vorgerannt, wäre das alles nicht passiert. Also, na, ist es nicht schlecht. Und den hier haben wir ja auch ein bisschen gestört. Also hinten verteidigen wir auch nicht schlecht. Passt alles super. Perfekt. Ja, gut. Schön, passt. Und der Sack ist jetzt endgültig zu 4-1. Bech mit dem Doppelpack. 73. Spielminute. Den Sack jetzt endgültig zugemacht. Ja, gut den Ball hier wieder zurückerobert, kann man sagen. Und dann perfekt reingeköpft. Zum 4-1, damit ist der Deckel drauf. Und wir spielen echt gut. Nicht nur wir als Mike, sondern auch als komplett Hannover, meine ich jetzt. Dass wir mit Hannover so weit kommen und so gut spielen, hätte ich nicht erwartet. Schön wieder hier geholt. Zurück zum Torwart und der haut ihn vor. Ja, ein bisschen gefährlich, aber... Nicht so gefährlich, wie wenn er selbst geschossen hätte. So, wieder zurück zum Torwart. Diesmal nicht ganz so gefährlich wie vorhin. Ist immer so ein bisschen eine riskante Sache, da zum Torwart zurückzuköpfen. Aber wenn es nicht in eine andere Richtung geht, dann ist das immer noch die beste Lösung. Zum Abschluss gibt es nochmal eine Ecke. Hier in der Nachspielzeit, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und auch die sitzt. Auch die sitzt. Leute, eine Vorlage und ein Tor in einem Spiel. Wir besiegeln damit das 5-1. Die wunderbaren 3 Punkte, die so gut tun. Gegen Bremen, ich weiß gar nicht, wie viel der Platz Bremen war oder ist. Aber das ist scheißegal, wir brauchen die Punkte. Wenn wir da noch weiter mit nach vorne wollen. Wenn wir auf Platz 5 bleiben wollen, beziehungsweise noch weiter nach oben kommen wollen. Ein Treffer gemacht, eine Vorlage, das könnte doch nach Man of the Match riechen.
Jetzt hätten vielleicht auch andere verdient, aber mal gucken, was Pesta so sagt. Mega geiles Spiel trotzdem. Es läuft verdammt gut. Ich finde die Karriere mega geil. Ne, Harnik macht's, aber ich habe auch 7,0, ja. Harnik hat 7,0, Bech hat 7,0, das habe ich auch gedacht, dass Bech vielleicht Man of the Match wird. Ich habe aber auch 7,0. Mega geil. Wie gesagt, ich feiere es einfach, dass wir hier richtig, richtig gut spielen. Hätte ich auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass diese Karriere so steil geht. Vor allem, weil wir da zwei, drei Spiele gespielt haben. Ein, zwei Spiele gespielt haben, muss man sagen. Und dann ganz, ganz viel auf der Bank waren, dass wir uns wirklich so hocharbeiten. Innerhalb kürzester Zeit ist wirklich mega krass. Hoffenheim hat ein Unentschieden gespielt. Bayern, Dortmund haben gewonnen. Bin mal gespannt, wann die gegeneinander spielen. Jetzt ist die Hinrunde der Saison vorbei. Ja, Leipzig hat auch gewonnen. Mal gucken jetzt. Ja, Leverkusen hat aber auch gewonnen. Die sind immer noch uns im Nacken. Also die haben genauso viele Punkte wie wir. Also wenn wir uns da einen Fehler erlauben, wenn wir irgendwie ein Spiel verlieren, was wir nicht verlieren dürfen, dann haben wir ein Problem. Das nächste Spiel ist, glaube ich, aber gegen Borussia Dortmund. Da können wir wieder mal Platz 1 bremsen. Wobei wir jetzt daheim spielen und auswärts spielen wir eigentlich immer besser, vor allem gegen so krasse Mannschaften. Ja, ich bin gespannt. Trainervertrauensniveau 65% haben jetzt 12 gespielte Spiele, eine Durchschnittswertung von 6,5 und 5 Tore und haben tatsächlich keine Vorlage dafür bekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch Man of the Match geworden. Dafür haben wir keine Vorlage bekommen. Ah, das ist doch richtig mies. Hier unsere Stats sind gar nicht schlecht, haben eine Gesamtwertung jetzt von 71. Ja, es ist alles super, aber mal gucken. Weltfußballer des Jahres wird Lionel Messi. Ja, es wird entweder Messi oder Ronaldo meistens. So, ich stehe natürlich wieder in der Startaufstellung. Wie gesagt, das freut mich mega. Aber es ist auch wichtig, muss ich sagen. Denn immer wenn ich nicht gespielt habe, da verliefen die Spiele, weil ich sie simuliert habe, eben ein bisschen anders, als wenn ich immer mitspiele. Das soll auf keinen Fall heißen, dass wir jetzt das Spiel gegen Dortmund gewinnen. Das wird verdammt, verdammt, verdammt schwierig. Dass wir das Hinspiel gewonnen haben, das war ja schon krass. Aber wie hier Korb das schon sagt, wir werden alles geben. Wir werden es echt probieren. Ja, es wird einfach krass gegen Dortmund zu spielen. Mal gucken. Einfach mal reingucken, was so abgeht. So, das wollte ich euch jetzt aber nochmal zeigen. Hier die Torjägerliste. Lewandowski hat jetzt tatsächlich 3 Tore in 3 Spielen geschossen. Hat jetzt 9 Tore auf Platz 1. Danach kommt Werner auf Platz 1, ebenfalls auf Platz 1. Tatsächlich dann Harnik und Bech, die auch hier mit dabei sind. Und wir sind aber auch hier auf Platz 16. Gibt ja mehrere Platz 16, aber ist ja egal. Mit 5 Toren in der Saison. Es sind sogar hier noch welche mit 3 Toren auch auf der Torjägerliste dabei. Dass wir mit 5 Toren dabei sind, als Verteidiger, mega fett. Das erste Spiel der Rückrundensaison in der Bundesliga. Es geht wieder ran gegen Dortmund. Im Hinspiel haben wir 0:3 gewonnen, auswärts. Ja, ob wir das heute nochmal hinkriegen, das wird schwer. Und Kagawa ist bei Dortmund. Den bekommen wir wahrscheinlich nach dem Transferfenster erst, wahrscheinlich, ne? Aber stand da, Kagawa ist zu uns beigetreten. Naja, jedenfalls spielen wir auch mit unserem Verteidigerkollegen Felipe, dem wir vorhin Nummer weggenommen haben. Da ist er hier, das ist Felipe. Jetzt hat er die Nummer 2 und ich die Nummer 5. Ja, ich hoffe trotzdem, egal was für Nummer wir haben, dass wir die Nummer 5 in der Tabelle beibehalten und hier gegen Dortmund gewinnen können. Und ja, wäre mega geil. Und da kriegen wir das 1-0. Oh mein Gott, war das ein Scheiß-Tor. 5. Minute, Jarmolenko. Ah, das war jetzt echt ein Kacktor. Kagawa spielt jetzt dann tatsächlich gegen seinen Club, zu dem er bald wechselt. Wenn er tatsächlich wechselt, aber stand da. Und was war das bitte für ein Tor jetzt?
Ich bin da jetzt auf den draufgegangen, auf Reus draufgegangen, hab den Ball nicht gekriegt, dann bin ich hier auf Kagawa draufgegangen und dann kriegt ein Verteidiger von uns den Ball und anstatt dass er ihn direkt weghaut, dreht er sich auch noch in die falsche Richtung und lässt Jarmolenko da sich den Ball nehmen und er schiebt einfach nur rein. Auch nicht geil vom Torwart. Ah, das war echt ein Kacktor jetzt. Geiler Anfang, nach 5 Minuten direkt so ein Scheiß. Schön gemacht, weg damit. Kriegen ihn da vorne sogar noch. Den holen wir uns. Jetzt muss mal ein guter Angriff nach vorne kommen. Ja, ja doch, wir haben ihn. Den haben wir. Jetzt, jetzt! Drin! 1:1! Oh, gefällt mir gar nicht, wie das läuft. Auch wenn es jetzt das 1:1 ist, gefällt es mir trotzdem nicht. Benchop macht's. Irgendwie spielen nicht die richtigen Spieler. Ich weiß nicht, was der Trainer da gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat bei der Strategie. Irgendwie spielt hier eine B11 gegen Dortmund und gegen Bremen gerade einfach die erste Elf. Ja, keine Ahnung. Die schlagen die ganze Zeit irgendwie planlos hohe Bälle nach vorne rein. Also unsere Mannschaft Hannover. Und das hier war auch einfach ein hoher Ball. Diesmal ein bisschen präziser. Diesmal hat er die Abwehr ausgehebelt. Ein bisschen Glück dabei, aber naja, gefällt mir nicht so. Hinten das Tor war natürlich scheiße, war ein Dreckstor, muss man ganz ehrlich sagen. Also Dortmund hätte hier kein Tor haben müssen, dürfen, was auch immer. Aber gut, was soll's. 1:1. Nur entschieden wird mir schon reichen. Das wird, dann wären wir wahrscheinlich auf Platz 6, weil uns Leverkusen überholt. Aber das wäre schon ganz, unentschieden wäre schon ganz geil. Und er macht das Tor. Ah, das ist einfach die Stärke von Dortmund, die Stärke von Aubameyang, von solchen Spielern. Der Herausforderung bin ich leider noch nicht gewachsen. Gebe ich einfach zu, muss ich sagen. Bin mir ziemlich sicher, wenn wir irgendwie Champions League, Europa League oder was auch immer spielen würden mit Hannover jetzt, vielleicht nächste Saison, wenn es weiterhin so gut läuft, aber wenn wir es jetzt schon spielen würden, da würde ich und da würde der Verein einfach, ja nicht abkacken, aber das können wir einfach nicht standhalten. Der Pass war super und ich habe ihn echt geahnt. Ich bin schon früher als Aubameyang quasi losgelaufen. Ich wusste schon, dass er jetzt gleich den Weg gehen wird. Und ich habe mich echt probiert, da zwischenzustellen, irgendwie das Tor zu verhindern. Aber es gelingt mir einfach nicht. Da ist er einfach besser, entwischt mir da und zieht trotzdem ab und trifft. Oh, Bürki! Nach dem Einwurf ein klasse Kopfball von Benchop war es, glaube ich, wieder. Aber, ja, Bürki mit einer noch besseren Parade. Verdammt, verdammt knapp war das. Und richtig, richtig gut. Und er macht's wieder. 3:1. 56. wieder Aubameyang. Deckel drauf. Also ich hab's schwer gegen ihn. Ich denke, das wird nichts mehr in dem Spiel. Das wäre nur ein Unentschieden. Also Teil 1, er hat für mich die falsche Aufstellung gewählt. Für meine Begriffe, also als Trainer bei Bayern, würde ich niemals. Das ist ja wie ein Spiel jetzt gegen Barcelona oder Real Madrid oder so. Da würde ich niemals irgendwie die halbe B11 aufstellen. Und ja, ich habe es gegen Lewandowski, sag ich schon, gegen Aubameyang echt schwer. Und ziehe hier zum zweiten Mal in kurzer Zeit den kürzeren. Oh, das war jetzt die Vorlage von mir, vom Verteidiger fürs... Für einen Anschlusstreffer 2:3, den habe ich mir hier geholt im Mittelfeld. Pass. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Lässt sich überschreiten. Ich habe jetzt eigentlich Abseits gesehen, auf den zweiten Blick. Naja, wenn er nicht macht, spielt sowieso keine Rolle. Abstoß. Schön geholt, schöner Pass, passt eigentlich.
Schön. Den haben wir. Passt. Zack. Wir haben ihn noch. Wir haben ihn noch. Die Chance könnte gut werden. Sie wird tatsächlich gut. Als hätte ich es gerochen. 80. Minute Anschlusstreffer. 2:3. Ein Tor bräuchten wir noch. Dann haben wir einen Unentschieden. Wir haben auswärts zwar immer, aber wir haben Platz 1 schon mal geschlagen. Da war es noch Leipzig Platz 1. Wir haben auch gegen Platz 2 schon mal gewonnen, gegen Hoffenheim. Und ja, wir könnten jetzt wieder gegen Dortmund wenigstens einen Unentschieden kriegen. Also es wäre halt immerhin keine Niederlage. Wenn wir eine Niederlage haben, dann ist es eigentlich safe, dass uns Leverkusen vielleicht sogar noch eine andere Mannschaft überholt. Und natürlich die ersten paar Plätze, Dortmund, Bayern und so, immer weiter wegziehen. So, wenn wir einen Unentschieden machen würden noch, ja, wäre noch alles im Rahmen des Möglichen. Den haben wir. Und wir machen's! Mike in der 83. Ausgleich. Wenn wir nicht wären, ne? Ja, Hannover glaube ich echt nicht auf Platz 5. Also ich will das, ich will es nicht sagen, aber ich muss es sagen, weil es ist echt so. Wieder riskant, kann man auf jeden Fall sagen, riskant, dass wir da vorne sind, aber man sieht's, es hat sich gelohnt. Flanke kam perfekt, super Flanke auch von unserem Kollegen. 3:3. Jetzt verteidigen und hoffen, dass es so bleibt. Doppelwechsel auch bei Hannover. Pripp und Jonatas kommen für Fossum und Benchop. Jetzt bringt der Jonatas. Ich fall vom Stuhl, echt. Da kriecht doch das reinste Kotzen, Alter. Zurück zum Torwart. Aus! Meine Ausdauer ist alle, meine Nerven sind alle. Und dieses Spiel ist zu Ende. Oh. Geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geil, dass wir es noch geschafft haben. Hätte ich nicht mitgerechnet, wir sind Man of the Match geworden. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Aber wir haben es geschafft. Und Bayern spielt auch nur ein Unentschieden. Bayern spielt auch nur ein Unentschieden gegen Köln. Mal gucken, was die anderen jetzt machen. Hilfe. Leipzig gewinnt. Hoffenheim verliert. Und Leverkusen gewinnt. Heißt, Leverkusen ist an mir vorbeigezogen. Allerdings sind wir näher dran an den oberen Plätzen. Ich finde das echt geil, wie wir die oberen Plätze bremsen und bremsen und bremsen. Wir hatten in den letzten drei Folgen hatten wir fast nur Spiele gegen Dortmund, Bayern, Leipzig, Hoffenheim. Wir haben, gegen alle die Clubs haben wir gespielt. Platz 1, 2, 3 und 4. Das ist echt krass und die wären mit Sicherheit, wenn wir nicht da wären, wären die mit Sicherheit jetzt um mindestens jeder Mannschaft um mindestens einen Punkt oder ja drei Punkte kann man eigentlich schon sagen, reicher. Wir sind jetzt auf Platz 6, ist nicht schlecht. Leider, wie gesagt, Leverkusen die ganze Zeit uns im Nacken. Und jetzt haben sie es auch geschafft, uns zu überholen. Wir haben nur in Anführungszeichen unentschieden gegen Dortmund gespielt. Ist natürlich heftig, dass wir gegen Dortmund da das Unentschieden noch geschafft haben. Ja, man muss echt sagen, Leverkusen werden wir hoffentlich noch einholen. Platz 6 ist aber definitiv gut für Hannover. Dadurch haben wir, wie gesagt, jetzt auch die anderen Vereine ein bisschen abgebremst wieder. Es ist auf jeden Fall machbar, sowohl für Leverkusen als auch für uns, die TSG Hoffenheim bald zu überholen. Wir haben auch noch die bessere Tordifferenz hier, also hingegen Leverkusen. Wenn wir da jetzt irgendwie ein, zwei Spiele noch gut gewinnen, dann haben wir vielleicht auch eine bessere Tordifferenz wie Hoffenheim und vielleicht auch mehr Punkte. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und ja, Leipzig, Bayern, Dortmund sind sehr nah beieinander
und auch nicht so weit von uns entfernt. Gerade mal 9 Punkte Abstand zu Platz 1. Das ist echt nicht schlecht. Und ich würde sagen, das war's von dieser heutigen Folge. Trainervertrauensniveau jetzt bei 68%. Wir nähern uns der 70. Haben jetzt eine Durchschnittsbewertung von 6,5. Glaube ich, hatten wir auch schon vorhin. Aber auf jeden Fall 6 Tore, was mega fett ist. Also das ist einfach nur übertrieben quasi fast schon für einen Verteidiger. Jetzt würde ich sagen, das war's. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.